Hey Leute, Pokédenten, ich muss euch auch was sagen, ich bin hier in der letzten Folge stehen geblieben, denn die Folge war ziemlich lang und ich würde sie auch echt mal beenden. Ich dachte, wir hätten es geschafft, doch dann wird dieser Karate-Meister doch noch kämpfen und er packt eiskalten Kickli aus mit Level 37 und ihr seht gerade mein stärkstes Pokémon, Level 35. Es wird sich bald entwickeln, nächste Level ab. Und ich denke mal, nach diesem Kampf wird es sich entwickeln. Also, haut rein! Also, das Kurte Beispiel, soll ich mal nicht. Er soll reinhauen, er soll ihn besiegen! Und das nächste Pokémon, ich gehe mal davon aus, das nächste Pokémon wird dann Nokshan sein. Denke ich mal. Doppelkick, nein! Mit dem Bu. Oh mein Gott! RIP. Ja, RIP. War mir klar. Oh Gott. Fängt ja gut an, ne? Finde ich auch, ja. Ich werde die Folge mal vielleicht ein bisschen kürzer halten. In der letzten Folge. Meditation. Ich weiß nicht, wie es weitergeht mit dem Spiel. Ich glaube, wir müssen jetzt ab jetzt. Wenn hier nach nichts passiert, glaube ich, müssen wir Lavandia erstmal machen. Damit wir dann Safu in der City, wo wir gerade sind, was anrichten können. Na komm. Psst. Oh, es war ein Fehler. Es war ein Fehler. Shit. Ich wohl ein Team halten sollen, damit ich irgendjemanden einen Opfer habe, den ich dann halten kann. Was ich schlimmer nicht weiß. Mediation oder Meditation, keine Ahnung, so jetzt. Oh Gott. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt noch gewinnen soll. Ich habe ein Safe State gemacht, damit ich, falls irgendwas schief geht, die Folge wieder starten kann, weil ich will jetzt eigentlich schon gewinnen. Und nicht hier zu schwarze Augen haben. Schlitzer, komm schon! Das muss ich verabziehen. Was zum Teufel? WTF? Krass. Ja, komm, ich kann jetzt nicht mehr innen wieder heilen. Ach komm, lass mich doch mal angreifen. Dankeschön. Was? Achso, das war ein Doppel. Oh. Patex, tut mir einen Gefallen. Und überlebe kurz. Ich hab doch. Hab ich keine Beleber mehr? What? Ich hab keine Beleber. Oh Gott. Ich hab keine Beleber mehr. Ja, für den Totalk wird es aber nicht reichen, was? Oh. Immerhin. Ja, Nokshan, dachte ich mir. Gleiches Level. Ich glaube, wir sind down. Feuerschlag kann der. Echt? Aber Patrick macht keinen schlechten Job, muss ich sagen. Ein Volltreffer sogar. Nice. Ja, der pumpt sich halt auch mit X-Angriff und X-Verteidigung landet. Das fuckt halt mega ab. Na komm. Mach ihn schon down. Ja, okay, Patex. Jetzt weiß ich, wen ich benutzen werde, wenn ich nochmal gegen solche Pokémon kämpfe. Level 32 hast du dir auf jeden Fall verdient. Und du bist auch hier bald Level Tauboga. Taubos meine ich. Und nice. Oh, ich wurde beschlagen. Geschlagen, ich kann nicht ritten. Ich bin deiner Gnade unwürdig. Trotzdem fühle ich dich an, unser Emblem nicht als Trophäe mitzunehmen. Zum Ersatz gebe ich dir ein preisgekröntes Kampf-Pokémon. Wähle eines von beiden aus. Und zwar haben wir die Wahl von Kickli. Und Nokshan. Ja. Aber ich werde sie halt nicht ins Team nehmen. Ich nehme mal hier Kickli. Aber Kickli war jetzt irgendwie stärker als noch schon. Ich nehme hier einfach Kickli, oder? Nein. Ja, ich werde erstmal Pokémon Center gehen. Ist irgendwas passiert? Nein. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich noch auf Vanya, oder?
Eigentlich ja schon, weil hier ist ja die fünfte Arena. Wir können ja nicht schon zur nächsten Stadt. Ja, eigentlich muss es logisch gesehen müssen wir eigentlich nach Havanya den Turm machen, den wir auch eigentlich jetzt machen können. Und dann. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu schwach gewesen. Ich sage, glaube ich, noch gar nicht hin. Naja, egal. Heilen, das tun wir. Ich hoffe, der Ton, mit dem Ton ist alles gut. Hoffe ich doch. Ja. Lass mal sehen, wo wir lang müssen. Lass mal sehen. Lavandia. Ja. Ja, da gibt es eine gruselige Musik. Ja, der Pokémon-Turm. Da gibt es auch eine gruselige Musik. Die eine kennen wir schon. Von Pokémon-Turm kennen wir aber noch nicht. Wir können da gerne reinschreiben gleich. Oder wenn ihr die Musik mal gehört habt, welche ihr gruseliger findet. Ja, da wir noch kein Fliegen erlernen können. Wait. Mir fällt ja was ein. Wir holen uns mal hier die wunderschöne Musik an. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich bin nicht sicher, ob da. Ach man, die kann ich einfach erfahren. Aber gibt es nicht vielleicht. War das nicht diese Route? Tunnel. Ach nee, da war ein Tunnelfahrt. Und die können wir nehmen. Keine Abkürzung. Immerhin. Und die können wir auch Fahrrad fahren. Yeah. Sieht gerade ein bisschen komisch aus, aber ja. Da sind wir schon durch. Und. Ja, eigentlich können wir abkürzen, bitte. Also, soweit ich jetzt weiß, geht es noch nicht dort hinten weiter. Die Route habe ich ja gemacht. Das habt ihr ja nicht mehr gesehen, leider. Also, das konntet ihr nicht mehr sehen, weil die Aufnahme abgekackt ist. Aber ja. Und dann hier. Und hier die neue gruselige Musik. Wer bist du denn? Ich bete für Pipi. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Oh, die Armen, ja. Hier ist ein Ort, wo die Pokémon, die sterben, hingebracht werden. Und gleich treffen wir auf jemanden, wo es eine Creepypasta-Theorie gibt. Kommen wir gleich zu. Bist du hier, um dein Mitgefühl auszudrücken? Sei gesegnet. Na, eigentlich bin ich nicht. Ja, wir sind hier. Vulcano, warum hast du mich verlassen? Oh, die Musik. Ich bin eine Exorzistin. Die Geister hier stiften Unruhe. Dann sind wir mal hier, um das zu regeln. Wait, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur mit ihr reden. Hi. Der Pokémon-Turm wurde in Andenken an verblichene Pokémon errichtet. Wie ich schon dachte. Und hier oben seht ihr schon, es ist niemand Geringeres als Gary. Hallo Mike, was machst du hier? Deine Pokémon sehen ganz fit aus. Naja, nach dem Kampf wird es anders aussehen. Und für die Leute, die ganz gut aufpassen, oder aufgepasst haben, wie auch immer, die werden sehen, dass ein Pokémon ausgetauscht wurde aus Garys Team. Das ist das Radikal. Wieso? Das werde ich gleich nochmal erläutern. Ja, aus diesem Kampf hoffentlich habe ich dann endlich noch einen Turtok, bitte! Ich bette schon seit Parts. Seit vielen Folgen. Ich bitte, ich will einen Turtok. Bitte. Wahrscheinlich hat er schon Bisaflor, oder? Garados. Oh. Nice. Ich glaube, das ist sogar das Pokémon. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Panzerschutz erstmal. Oh, hier hätte ich wechseln können. Egal, komm. Nee, komm, ich will jetzt wechseln. Hä? Zu Satze. Das war ein komisches Geräusch, ne? Was bist? Was passt da mich einfach? Kriegst du ein Giftpuder rein hier? Ja, er merkt schon, der Gary ist schwach. Hätte ja auch schon viel früher bekämpfen können. Die Sache ist halt, das hätte ich ja schon gerne zeigen können, ne? Wenn man die Surfkopf nicht hat,
daran sieht man die Geister nicht. Das sind so komische Wesen. Das sind halt so komische, gruselige Geister. Und die sagen dann, hau ab, verschwinde von hier. Und es gibt einen Bug. Kannst einfach eine Pokédex irgendeinen Eintrag angucken. Und dann siehst du einfach, wer das tatsächlich Pokémon das ist. Aber es bringt dir halt nichts, weil du es immer noch nicht bekämpfen kannst. Und das wollte ich nur sagen. Es gibt einen Glitch. In später gibt es ein Pokémon, das muss man besiegen. Hier in den Turm. Und ihr kennt ja die Pokepuppe, damit kann man die, aus dem Kampf raus. Und da gibt es halt so einen Glitch. Und ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Den mag ich lieber nicht. Ich erwähne es halt. Weil manche Glitch will ich halt nicht machen. Weil die gefährlich sind. Fukano! Ja, gerne tauschen zu Squirt am besten. Wo jetzt, wo wir Nox, Kikli haben, wäre das eigentlich ganz gut, aber nee, nee. Kann man eigentlich sagen, dass wir schon in der Hälfte des Spiels sind? Vielleicht. Oh, yay, 36! Vielleicht wird es sich weiterentwickeln. Ah, Kadabra will nerven. Ey, das sieht eigentlich ganz cool aus. Hab eine andere Pose bei Kadabra erwartet. Sein Nutzen ist Abra, was nur Teleport kann, was nämlich erbärmlich ist, ist nun ein in Ordnunghaftes Kadabra, was aber jetzt schon tot ist, weil wir sind einfach zu stark. Visa Knosp, das wird unser lieber Patex machen. Ja, Patex, du kannst gerne, unser Tabuka kann gerne mal zeigen, was da geschnitzt ist. Flügelschlag, los! Na los! Fast wollet, ey. Und das war's eigentlich schon. Ich hatte hätten dieser Floor. Okay, hatte wahrscheinlich nur später. Gut, das war's für den Kampf. Easy. Was? Du bist eine harte Nuss. Ich bin es wohl etwas zu locker angegangen. Ja, das bist du. Und Squirt entwickelt sich. Yay! Wait. What? Was zum? Yay, wir haben einen Turtok. Nee, wir haben ein fettes Turtok. What? Wie macht sich dein Pokédex, Kumpel? Ich habe kürzlich einen Tragosso gefangen. Allerdings habe ich noch keinen Knogger. Ich glaube, von diesen Pokémon gibt es nur noch wenige. Also... läuft noch alles? Ich hoffe. Also, ich habe viel zu tun. Ich muss weiter. Dann bis später. Pummel hat nicht erwähnt. Egal, ich will es gleich sagen. Ich mache nur kurz einen Cut. Und zwar, gibt es eine Theorie, dass Garys Radikal hier gestorben ist und er hier gekommen ist, um das hier zu vergraben, so gesehen. Ja, das ist basically die Theorie. Hier gibt es wahrscheinlich ein Item, aber ich habe keinen Bock jetzt da zu suchen. Denn ich hasse unsichtbare Items. Ich finde sie unnötig. Also ja. Weil wenn man kein Hobby hat, dann kann man es ja gerne machen. Hi! Selbst wir können die eigenwilligen Geister nicht identifizieren. Man benötigt das Silphscope, um sie zu erkennen. Das haben wir! Und ja, wir kommen jetzt auch wieder Pokémon. Wie im Hohengras. Gerade sage ich, da kommt eins. Ein Nebulak, was ziemlich hässlich aussieht. Ziemlich überhaupt nicht wie ein Nebulak. Nur das Gesicht sieht aus wie ein Nebulak, aber es ist komisch. Pixelbrei. Oh! Das Turtok sieht ja hier im Kampf eigentlich ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ja. Ich gehe auch hier raus. Dankeschön. Ich möchte meinen Pokémon wechseln, denn der müsste noch trainiert werden. Sander? Sander wäre ganz gut, ne? Obwohl, Patex, ich will Patex entwickeln. Na komm, oh mein Gott, schon. Die wollen noch kämpfen, ja. Und das ist das, was ich hier nicht mag. Das ist zu lange. Die Sprite. Exorcistin, Nebulak. Ja, die haben einfach, wie so gesehen, ist das Team Rocket nur mit Nebulaks. Und sie haben Weiterentwicklung Alpollos. Ja. Normale Attacken bringen hier nichts, merke ich gerade. Giftstachel.
Ich werde die Folge wahrscheinlich etwas kürzer halten wegen der letzten Folge. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass die Folge nicht so lang ist. In der nächsten Folge machen wir dann den Turm. Wow, was ist das denn jetzt? den Turm hoffentlich zu Ende. Komm, was ist das denn? Geowurf! Immer das Spiel. Ja, das ist cool. Und komm her! Und Bams auf den Boden schleudern. Das war's. Das war der Kampf. Cool. 10 out of 10. IGN. Ich wurde erlöst. Erlöst? Fluchtseil! Okay, cool. Ja, ja, Nebula. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja, ich weiß. Ich mache einen Schutz. Ich glaube, ich mache Schutz rein. In den weiteren Etagen oben höher findet man auch Apollos, glaube ich, besser. Ja, ich setze erstmal hier ein Superschutz ein. Damit ich keine Pokémon erreichen kann. Verschwinde, böser Geist. Wirklich ein Geist. Ich bin ein Junge, der die Welt retten will. Ja, die haben hier alle nur Nebula. Das ist langweilig. Ich spam die Attacke. Und dann war's das mit denen. Ich würde ja skippen, aber ne? Ich laufe nochmal marschen, ne? Das Auge von Sander sieht ja dann mega gruselig aus, wenn die Block diese Attacke macht. Oh Mann, wieso schlägst du dich wieder selbst? Ich hab dir doch schon 10-mal gesagt, dass das nichts bringt, wenn du dich selbst schlägst. Dann müssen die schlauer davon. Dankeschön. Puh, der Geist ist verschwunden. Sind die irgendwie besessen von welchen oder was? Ja, ja. Aber nach der Folge werde ich wirklich keine mehr aufnehmen. Sondern habe ich genug. Das heißt, ich habe lange gespielt. Ich habe 5, 6 Folgen aufgenommen. Das ist mir genug. Kann ich morgen mal nehmen? Nein. Zu diesem Zeitpunkt wird wahrscheinlich mein neues Let's Play draußen sein. Ich kann ja jetzt eigentlich schon verraten, was ist nämlich das SpongeBob Let's Play. Also ich hoffe, es kommt. Also ich habe geplant so ein SpongeBob Let's Play. Weil SpongeBob mir das gesagt hat, dass ich das machen soll. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Für die Leute, die jetzt irgendwann in einem Jahr oder so, dass sie reingucken. Denken sich wahrscheinlich, was labert der? Kann ich gut verstehen. Verstehe ich gerade auch nicht, aber ja. Es ist kein schlechtes Let's Play, denke ich. Vielleicht. Es ist, ja. Man kann allgemein sagen, also ich persönlich finde meine Let's Plays sind nicht langweilig. Also ich persönlich, ich kann nicht so sagen, weil meine Let's Plays langweilig sind. Und was mache ich hier? Ja, also. Ich weiß nicht, ob ich da eins gewinne. Ja. Damit wären wir dann schon hier mit der ersten Ort fertig. Ihr seht schon, es geht ziemlich holprig weiter. Ich würde sagen, die Folge ist jetzt schon zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung doch gerne da. Würde mich freuen. Ein Abo wäre auch ganz cool. Auf jeden Fall zusammen mit der Glocke, sonst verpasst ihr noch die nächsten Videos. Links, rechts könnt ihr raufklicken zur Playlist und zum nächsten Video. Und oben könnt ihr auf meinen Kanal kommen. Haut rein, Leute, und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!